dann wollen wir mal ein Motorrad fahren. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegt Motorvlogs und herzlich willkommen zu diesem Video. So, wir sind nach wie vor in Eisenach. Die letzten zwei Tage waren wir mal anderweitig unterwegs. Am Sonntag haben wir mal eine schöne Radtour gemacht. Jetzt fange ich gleich nochmal an, weil jetzt ist gerade rot. Wir sind ja hier am Freitagabend angekommen. Da waren wir halt auch bloß nur irgendwie essen gewesen und sind mal so durch die Innenstadt gegangen und geguckt, was es gibt. Am Samstag selber waren wir auch nur hier quasi im Stadtgebiet zu Fuß unterwegs, mehr oder weniger. Waren abends auch schön essen. Jetzt muss man sehen, ob wir an den scheiß Ampeln hier vorbeikommen. Am Sonntag haben wir eine schöne Fahrradtour gemacht. Hier hinten so Richtung Kreuzburg raus, also nach Nordkreuzburg hinten über Hörschel wieder rein. Wirklich sehr schöne Radtour, ja. Ist ja eine geile Gegend hier, ja. Gestern selber waren wir zu Fuß unterwegs. Und da haben wir gestern selber waren wir zu Fuß unterwegs und da sind wir hinten mal durch die Drachenschlucht gegangen zur Wartburg hoch. Ist ja wirklich eine sehr schöne Burg. Ja, hat sich auch voll gelohnt. Das war ich ja gar nicht so weit. Das waren insgesamt bloß 7,5 Kilometer, bis wir wieder zurück waren im Hotel. Also das war mal ein größerer Spaziergang, kannst du sagen, aber wirklich sehr schön. Ja, Drachenschlucht, wirklich sehr geil gemacht. Ja, durch die Felsen da durch haben sie so einen Weg da, der sich da mal ausgewaschen hat irgendwie anscheinend. Und von daher ist es schon wirklich schön gewesen dort. Ja, dann kommst du da einen Berg hoch, Boot, da sind wir an der Sängerwiese vorbeigekommen. Da war so ein kleines Gasthaus zum Einkehren, wo du so einen kleinen Snack nehmen konntest. Also das war schon schön. Das Wetter hat auch bombisch mitgespielt. Das war größtenteils trocken. Also ich weiß ja nicht, ob es überhaupt mal nass war, die Zeit. Ja. Ursprünglich bin ich ja hierher gekommen, dass ich hier das Wochenende mal aus dem Flieger mich stürzen kann. Leider war das Wetter zum Fallschirmspringen nicht so geeignet. Jedenfalls der größte Teil des Wochenendes, aber halt für andere Outdoor-Aktivitäten, wie zum Beispiel Radtour oder Wanderung, war das Wetter wirklich prädestiniert. Ja, das war nicht zu warm, nicht zu kalt, aber du hast jetzt auch nicht hier vorne auf dem Fahrrad. Also von daher war das schon wirklich toll. Die Gegend hier ist wirklich sehr geil. Die gefällt mir sehr gut von der Landschaft her und so weiter. Ja. Wie viele Ortschaften hast und so weiter. Also wirklich. Mir gefällt es sehr gut hier in Thüringen von der Landschaft her. Und Herbst ist auch gerade. Also wirklich, der Wald ist wirklich schön bunt. Schöne Herbstimpression kann man machen. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, heute bin ich natürlich mal wieder mit dem Motorrad unterwegs. Und da das Wetter morgen besser werden soll als heute, machen wir heute bloß mal was Kleines. Wir fahren rüber in die Eisenstadt. In die Eisenbahnerstadt Bebra. Um dort einen Döner zu essen. Ich war ja da mal lange Zeit beruflich eingesetzt, so anderthalb Jahre, glaube ich, war ich in Bebra. Und bin da gefahren beim Cantus.
Führerstand mit Fahrten davon gibt es auf meinem Kanal. Wollte ich dabei mal erwähnt haben. Da ist wirklich so ein geiler Döner, dass ich sage, das lohnt sich da wirklich denn richtig dort auch mal ranzufahren. Ja. Der ist echt lecker, der Döner. Und so haben wir gesagt, Eisenach sind wir jetzt nicht ganz so weit weg. Das kann man mit einer schönen Motorradtour verbinden. 46 Kilometer sind wir jetzt so gestartet, dass wir da gut zum Mittag da sind. Dann wollen wir eine kleine Tour hier machen. Da habe ich mir jetzt anzeigen lassen von Koviger.de. Und da fahren wir jetzt mal gemütlich rüber nach Bebra. Einfach nur schnabulieren dort mit kleinen Döner oder Dönerteller oder so. Ist wirklich extrem lecker, ja, extrem lecker. Ich wollte ja schon, als ich zur JHV von Motovlog.de dort hingefahren bin, Abstecher über Bebra machen. Leider hatte der Zug wegen Umbauarbeiten. So hat er jetzt aber wieder geöffnet, steht drin. So dass ich bei der JHV oder wo ich auf dem Weg zur JHV war, da nicht vorbeifahren konnte. Es hat sich einfach nicht gelohnt, denn den Umweg zu machen. So bin ich dann halt quasi von Mühlhausen direkt über die Rhön da runtergefahren in Odenwald. Auch diese Videos sind online auf meinem Kanal. Zu finden in der Playlist motovlog.de20. Wie gesagt, über nach Bebra, um dort einen schmackhaften Döner zu essen. Letztes Jahr auf dem Weg in Schwarzwald sind wir da auch vorbeigekommen. Ja, da haben wir auch extra dort angehalten, um Döner zu schnabulieren. Also es ist wirklich so leckere Döner habe ich noch nirgendwo gegessen. Ich habe schon viele leckere Döner gegessen, aber so leckere, die dort habe ich noch nicht gegessen. Der Herbst ist natürlich trotzdem, oder gerade deshalb, weil es so schön farblich ist, total eine geile Jahreszeit. Die Tage sind relativ kurz, auf jeden Fall. Und es wird natürlich nicht mehr so warm, aber dafür gibt es entsprechende Kleidung, wie ich finde. Da muss auch jeder auf dem Moped frieren. Dort oben ist die Autobahn. Auch da bin ich unzählige Male rübergefahren. Ist gar nicht wie oft, ja. Aber da habe ich oftmals, wenn ich von West Richtung Ost gefahren bin, also Frankfurt Richtung Dresden, das ist nämlich die A4, habe ich bin ich oftmals da oben lang gefahren und habe dann neidisch hier runtergeguckt in das Tal, was das für geile Motorradstrecken hier gibt, ja. Jetzt fahre ich mit Motorrad unten lang. Hirschelbergtunnel 220 Meter. Hier waren Deutschland und Europa bis zum 10. April 1990 geteilt. Und jetzt sind wir natürlich im Hessenland. Noch ein kleines Stück weiter haben wir denn den Grenzbahnhof Gerstungen, den ehemaligen. Ich weiß gar nicht, ob da auch irgendwann ausgestellt oder zugeschrieben ist. Ein bisschen die Sonne raus, das ist schon toll, ja. Also momentan ist das Herbstwetter echt wieder auf unserer Seite.
schauerhafter Blick. Ja, den habe ich auch mal genossen, als ich da unten auf der Strecke mit dem Cantus lang gefahren bin. Weil das ist traumhaft, diese Strecke hier mit, ja. Von den Bergen und so weiter hier vorbei. Wirklich toll. Lohnt sich das nach Weber überhaupt zum Döneressen fahren? Ja, ich finde schon, weil ich genug Motorrad unterwegs habe, sowieso meine Freude dran. Und der Döner ist wirklich einmalig gut, dass sich das wirklich lohnt, dahin zu fahren. Ja, Träumchen, das Wetter ist ein Traum, die Landschaft ist ein Traum, Motorradfahren ist ein Traum. Was willst du mehr? Nachdem ich auf meinen letzten Tour immer doch ein bisschen nass geworden bin, bin ich jetzt froh, dass es vertrocknet ist. Der Autobahn sind sie aber noch nicht weiter, die sie verlängern wollen. War jetzt auch schon über ein Jahr nicht mehr hier gewesen, aber viel weiter sind sie anscheinend noch nicht gekommen. Jetzt müsste ich das mal mit dem Videomaterial vergleichen vom letzten Jahr. Aber so viel Baufortschritt sehe ich hier noch nicht anscheinend. Also ich glaube, wenn es hier mal wieder ein bisschen nass wird, wird es schön schwierig. So bin ich jetzt auch noch gar nicht gefahren, glaube ich, also zumindest nicht selber mit dem Moped, weil letztes Jahr mussten wir hier auch eine Umleitung fahren, da war ja hier auch gesperrt, da sind wir da an der Kreuzung, wo eben links sind, rechts abgebogen und sind einen ganz anderen Weg gefahren und wurde aber auch nach Bebra gehen, komischerweise. Schön, schön. Hier auf der Hohen Buche, die ist ja angegeben mit 439 Liter UNN.
Strecke hier. Die sind wir letztes Jahr natürlich nicht gefahren, weil die hier Baustelle und Umleitung war, ja. Wir müssen jetzt quasi auf die andere Seite vom Bahnhof. Weber ist auch bekannt als die Eisenbahnerstadt, weil es hier ein Dreh- und Angelpunkt ist. Ja? Du bist in alle Richtungen gefahren. Norden, Süden, Osten. Ich weiß gar nicht, ob hier oben was nach Westen geht. Aber hier kannst du nach Kassel fahren, nach Göttingen, nach Eisenach, nach Fulda. Ja? Der Bahnhof hat ja auch ein kleines Alleinstellungsmerkmal, weil der so Inselgebäude hat. Ja? Also Gleise sind da von rechts und links, sonst hast du mal an irgendeiner Seite hier den Bahnhof. Der wird auch gebaut. Und der hat ja natürlich hier so ein Inselgebäude. Ja? Das heißt, das Empfangsgebäude oder so ist mitten auf dem Bahnsteig, rechts und links Gleise. Das war natürlich schon vielfältig hier. Sackgasse hingemacht oder was? Das ist ja mal derb, ey. Was ist denn hier los, Alter? Und da sind wir, ja. So, jetzt waren wir hier in der Eisenbahnerstadt Bebra. Lecker Döner essen. Jetzt fahren wir mal schnell Getränke kaufen, dass wir heute Abend was zu trinken da haben. Ja, und dann geht's wieder langsam retour. Mal ein bisschen am Bebraner Bahnhof vorbei. Jetzt habe ich noch mal schnell eingekauft. Ein paar Getränke für die nächsten Tage, damit wir über die Runden kommen. Und nicht immer nur das teure Hotelbier kaufen. Was in viel zu kleinen Flaschen viel zu teuer verkauft wird. Ja, so, deswegen haben wir jetzt nochmal vernünftig Bier gekauft und fahren jetzt wieder zurück nach Eisenach. Geschätzte Ankunftszeit ist dort etwa 15:30 Pi mal Daumen, je nachdem wie viel Umleitung das wieder gibt. Dann gibt es heute zum Krönen und Abschluss den Thüringer Mutzbraten und wir werden auch noch mal zu dem empfohlenen Kroaten fahren, vielleicht morgen Abend. Morgen wollen wir dann auf jeden Fall noch mal zu den Trusenthaler Wasserfällen. Ich hoffe, das Wetter laut Wetterbericht wird auch so eintreten, wie er das vorausgesagt hat. Wenn nicht, haben wir halt Trauer.
Jetzt kommen wir wieder in den Ostteil und somit sind wir natürlich wieder im Thüringischen. Ja? Im Thüringischen sind wir. Schon haben wir schöne Kurven und bestimmt schöne Umleitung. Das, wofür man Thüringen kennt. Im Osten, ey, anstehender Sprit, ey. Ja, früher zu den DDR-Zeiten hatten wir ja nicht so ein ausgebautes Tankstellennetz und da kam das schon mal vor, dass du etwas länger warten musstest. Gerade auch an den Transitstrecken, wo dann die Westbürger dann auch nochmal voll tanken mussten, durften, konnten, sollten, wie auch immer, gab es entsprechende Schlangen immer zu bestaunen, auch an den Zapfsäulen. Also wir hatten ja von allem zu wenig, ja. Was musstest du auch zum Anstehen einkaufen, also von daher. Herrlich, diese Häuschen hier, ja. Pension zur Post, Postamt, der alte Postamt hier. Post ist, glaube ich, nicht mehr drin, aber herrlich, ja. Heute ist natürlich ganz schön bedeckt. Feuchtigkeit von oben angekündigt, von daher machen wir heute gar nicht so einen langen Ausflug. Mittag guckt, kann man eine tolle Aussicht erahnen zwischen den Bäumen durch. Schade, dass das mit dem Fallschirmspringen nicht geklappt hat. Ich hätte euch ja noch ein paar Bilder davon eingespielt. Wie man dann so eisernach nochmal von oben sieht und so, ne? Bestimmt geil. Und naja, ist halt wetterbedingt ausgefallen. Steckt man nicht drin, kann man nichts machen. Beim nächsten Mal vielleicht wieder. Da wir die Fahrräder auch noch mitgenommen hatten, konnten wir am Sonntag alternativ eine richtig schöne Fahrradtour machen. Das hat mir sehr gut gefallen. Der Po tut mir jetzt noch weh. ansonsten hat man jetzt dann, wie gesagt, die Wanderung durch die Drachenschlucht zur Wartburg hin. Auch ganz nice. Ist jetzt auch gar nicht so weit. Ja, man fährt einfach, wie sieht die, von Eisenach 10 Minuten raus mit dem Bus. Dann direkt an der Drachenschlucht, kann dort loswandern, läuft dann direkt bis zur Wartburg und von der Wartburg auf der anderen Seite runter nach Eisenach. Also wirklich ganz entspannte Wanderung hoch, ja, also Drachenschlucht fand ich jetzt auch nicht schwierig, weil irgendwas im Internet stand mit Trittsicherheit, aber ich habe halt das Einzige, was war, der Wanderweg war ein bisschen weg und du musstest dich halt mit den Entgegenkommenden immer so ein bisschen arrangieren, dass man da aneinander vorbeigepasst hat. Da musste man halt immer mal auch zwischendurch vielleicht warten, das ein oder andere Mal.
wenn da von vorne was gekommen ist, aber ansonsten war das schöne Wanderung. Jetzt haben wir noch mal ein paar schöne Kurven hier zum Abschied des heutigen Tages. Sind wir auf dem Rennsteig? Hier bin ich auch lang gefahren, glaube ich. Bin mir jetzt ja auch nicht sicher, aber geil. Wo ich Richtung JHV gefahren bin, bin ich glaube ich auch hier lang, weil durch Eisenach bin ich definitiv durch. Aufgrund irgendwelcher Umleitung, glaube ich. Aufgrund irgendwelcher Umleitung bin ich nämlich hier durch. Bin ich glaube ich auch hinten rausgefahren, aus weil ich gleich sehen, wenn wir vorne sind. Ist ja rot. Blödes Ding, ey.
Und da sind wir auch schon wieder zurück. Unser kleiner Ausflug nach Bebra endet hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Das Abonnieren nicht vergessen. Ja, ganz wichtig. Und auch das Drücken der Abo-Glocke. Weil nur dann wirst du auch informiert, wenn ein neues Video von mir online ist. Wird hier irre, ey. So eine Scheiße hier, echt? Ey, sowas kotzt mich an, ja. Da steht vorne dran, Sackgasse durchgestrichen. Denke ich, geil, weil kannst du wieder durchfahren. Heute Morgen war ich gesperrt. Das kann ja sein, dass bloß hier über einen Tag kurzzeitig mal gesperrt ist, ja. Dann kommst du ja an und stehst du wieder vor der Baustelle. Das kann auch nicht wahr sein. Hallo? Naja, Zentrum war auch nicht durchgestrichen, ja. Also, naja. Gut, jedenfalls fahren wir jetzt wieder hier hinten rum zurück. Mittlerweile kennen wir uns dann eisernach aus. Über sowas könnte ich mich echt aufregen, ja. Sollen sie bitte vernünftig auch ausschildern und nicht irgendwie irgendwas. So, jetzt sind wir wieder zurück am Hotel. Ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug nach Bebra genauso gefallen wie mir. Wenn dem so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Das Abonnieren des Kanals nicht vergessen, ja. Und auch das Drücken der Abo-Glocke und schon ist wieder rot. Weil nur dann wirst du auch informiert, wenn ein neues Video von mir online ist. Alles weitere, Anregungen, Anmerkungen, sonst alles mögliche immer rein in die Kommentare. Ja. Und dann würde ich sagen, bevor es wieder grün wird, sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.